Hallo ihr Lieben und willkommen hier wieder in meiner Küche. Heute gibt es wieder ein kleines Smoothie-Rezept für euch. Und was ich heute vorbereitet habe, liegt hier schon bereit. Und zwar unser Smoothie heute aus drei Bestandteilen. Auf Platz Nummer 1 haben wir einmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist Staudensellerie. Vielleicht habt ihr auch schon mein Video mal gesehen. Das ist der Anti-Augenringe bestes Gemüse gegen eben Augenringe. So, und Staudensellerie ist super, super gut für uns. Warum? Staudensellerie gehört zum kalorienärmsten Gemüse überhaupt. Das hat pro 100 Gramm, also pro Stängel, so um die 15 Kalorien, also fast gar nichts. Hat zudem ganz viel Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, also ganz viele Mineralstoffe auch und ist super für unseren Stoffwechsel. Was ich hier noch dabei habe für die Süße sind zwei Äpfel, die geben wir noch rein. Bananen sind bei mir aktuell noch nicht so reif, wie ihr hier seht, also die müssen bei mir immer Punkte haben, haben sie nicht. Deswegen gehe ich heute mal auf Äpfel, die sind nämlich schön reif. Ansonsten nehme ich für die Süße immer eben entweder die Bananen oder die Datteln mag ich sehr gerne. Und dann nochmal für das Blattgrün, also richtig kräftiges Blattgrün, was mit viel Chlorophyll auch ist, haben wir hier das Spirulina-Pulver, wo ich ein bisschen einen Esslöffel oder so dazu gebe. Das ist aber, Leute, optional. Das müsst ihr nicht machen, auch wenn ihr es nicht daheim habt. Wirklich nur ein Esslöffel, das reicht. So, ansonsten, wenn ihr es nicht da habt, wie gesagt, nehmt ihr die zwei Bestandteile, es funktioniert genauso. So, und dann kann es auch schon mit dem Mixen losgehen. Und es ist ein bisschen, ich habe jetzt 2 Teelöffel von dem Spirulina-Pulver rein, von den Algen. So, Prost! Ja. Sehr, sehr lecker, Leute. Wisst ihr, ich habe das mit dem Sellerie und mit dem Apfel ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ich hatte das immer mit Banane. Aber gut, hatte ich jetzt heute nicht da, deswegen Apfel schmeckt super gut. Also die Kombi, das werde ich noch öfters machen. Ist sehr süß, aber ich, das Staudensellerie gibt nochmal diese Frische nochmal mit. Also ich mag das sehr gerne. Echt gut, Leute, probiert das mal aus. Wenn ihr mehr von diesen Rezepten sehen wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, dann verpasst ihr keins der neuen Rezepte mehr. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Tag, startet genauso gut in den Tag, probiert das mal. Alles, alles Liebe. Ciao, eure Lana.